So, hi Leute, da gibt's eine neue Folge. Wir fangen hier auch mal direkt an. Ne, nicht darauf klicken, darauf. So, hier gibt's nichts Neues. Haben wir die Flagge des Gegners. Ich zerstöre die Räume. Keine Räume, aha. Na gut, dann prüfen wir das mal aus. Mal gucken, mal gucken. Lade, lade, lade. So, was hat er hier? Ich frage mich, ob ihr die kommende Schlacht gewinnen könnt, ohne Wikinger-Stützpunkt zu beschädigen. Und warum sollte ich das tun? Das haben wir doch schon mal gelesen. Hier, Wikinger-Architektur. Haben wir das schon mal gehabt? Ach, vielleicht habe ich es nicht geschafft. Hier, Schwarzbier. Ah. Nein, das ist... Sag nichts. Versuchen, bla bla bla, Wikinger-Kultur zu erhalten. Jetzt wollen wir die Kultur für mich. Okay, also nicht die Burg kaputt machen, sondern die Flagge klauen. Da machen wir das mal hier. Okay, jetzt sind die Gegner da alle schon Stufe 5er. Oh. Nein! Oh, Glück gehabt. Jetzt habe ich gedacht, ich habe schon wieder meinen eigenen getroffen. Was soll das denn? Mit was schießt der denn da? Achso, wir dürfen nicht die Burg zerstören. Dann machen wir das schnell hier. So, weg damit! Mit. Eieieiei, da rockt er aber ordentlich die Truppen nieder. Und wir können immer nur noch 6. So, den brauche ich. Ja, sehr gut. So, davon ein. So, das haben wir auch. Wir sollten doch da vorne die Truppen kaputt machen. So, der ist auch weg. Da hinten setzen wir noch einen kleinen Bogenschützen hin. Oh. So. Nein, Fluss! Nein! Och Mann, das ist doch scheiße. Okay, ein Schlag schon tot. So, weg da mit denen. Oh nein, daneben. Oh, blöd. So, weg damit. Das wird doch nichts. Oh, nein, it's... Boah, der macht doch alle fertig hier. Oh nein. Ja, geil, der ist weg. So. Achso, wir müssen ja immer noch hier das Tor freikriegen. Na toll. Na toll, das hat auch nicht geklappt. Oh Mann, wie schnell der alle wegmacht. Och! Da muss ich halt mehr einzelne Truppen durch. Oh,
Los, ich brauch mehr Einheiten. Okay. Das nervt doch. Oh nein! Jetzt habe ich den Großen dann nicht. Oh. Oh nein! Sehr gut. Nein! Och Mann, ich bin so ein Brot, ey. Nein! So, los, ich muss das Tor weiter kaputt machen. So, der macht da hinten die Fläche. Okay, dann kann ich ja jetzt da wieder hinhauen. Ja, Tor ist auf. Ah, wir können doch hier auch. Pass mal auf. Und dann können wir doch denen schnell Schutz geben, bevor der... Ah! Falsch. Oh nein, jetzt haben sie da einen so einen hingesetzt. Nein, nicht das Haus beschädigen. Nichts von dem Haus beschädigen. Das geht doch auch schief. Nichts von dem Haus beschädigen. Oh je, je. Jetzt hat er seine eigenen Typen kaputt gemacht. So wie ich es auch die ganze Zeit mache. Oh, das ist doch blöd. Oh, da sind schon wieder so viele. So, weg damit. So. Das ging daneben, gut. Los, jetzt hol ihn dir. Schnell. Ja, los. Nein, da kommt einer, los. Oh nein, alle tot, scheiße. Und jetzt dreht dieser blöde Typ da wieder. Ach, das kann ich nicht machen, warum nicht? Und das natürlich, ach. Das habe ich zum falschen Zeitpunkt gemacht. Los, treff. Ja. Ja, das war ein guter. Das war ein guter, das war ein guter. Jetzt überhol ihn und hol die Fahne und reite schnell zurück. Schnell. Nein. Und jetzt, los, weg. Schnell weg. Nein. Los, hol's da. Fuck. Los, weiter, weiter, weiter. Nein! Nein! So. Jetzt schnell. Los. Los, schnell. Wegmachen hier. Nahkampf. So, weg damit und gucken. Ja, 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 er schafft es. Ja, geschafft. Und wir haben seine Burg nicht zerstört. Fett. Gute Runde. Juhu. Sie haben ihre Verteidigungslinie schließlich aufgegeben. Sie sind grimmige Feinde. Aber nicht grimmig genug, euch aufzuhalten. Aha, wer ist das denn? Seid gegrüßt, Häuptling der Ritter. Es ist ein Wikingerin. Eine.
Ich komme in Frieden. Tötet sie sofort! Aber sie ist... Ihr Befehl? Mit den geilen Tönen. Es ist nur ein Mädchen. Was ein Asi. Wir hören Kleines. Mein Name ist Freier. Der Wikinger Widerstand schickt mich. Wikinger Widerstand? Ja. Es gibt viele Wikinger, die nicht an Häuptling Ramons Rückkehrkriegen teilnehmen wollen. Verrückten nicht Rückkehrkriegen. Das ist ein Schwachsinn. Und sie schicken ein junges Mädchen als Abgesandte? Es muss ein sehr formidable Organisation sein. Mein Vater war der Anführer des Widerstandes, bis er in einem Duell mit Häuptling Ramon starb. Tut mir leid, das zu hören. Aber wer ist der Ramon? Dieser Ramon. Er ist der wildeste, blutrünstigste und gemeinste Wikinger, den es auf der Welt, den die Welt je gesehen hat. Er hat euren Tränenstein gestohlen, um ihn mit unseren zu verschmelzen. Die Verschmelzung beider Gemen werden ihm genug Macht verleihen, um die Welt zu erobern. Und vielleicht sogar die Sterne. Wie können wir sie aufhalten? Er nutzt einen Geheimweg durch die Nebelberge, um ins Wikingerland zu gelangen. Dort solltet ihr ihn aufhalten. Netter Versuch, Mädchen. Räudiger Rufus, der nervt. Aber wir vertrauen ihr nicht. Das ist eure Meinung, Fürst Rufus. Ich traue ihr mehr als manchen Männern hier. Aha, ist das eine Anspielung? Eure Augen sind klar wie ein Bergsee. Was? Was sind das manchmal für Sprüche? Naja. Also gehen wir zu den Nebelbergen? Richtig. Freier für uns. So, geschafft. Geil, dass die Folge brutal lang ist, obwohl ich eigentlich nur 10 Minuten machen wollte. Naja, kann nichts machen. Ich kann nicht einfach abbrechen. Ist doch scheiße. Beide Sachen geschafft zumindest. Cool. Ja, alles klar. Dann bis zur nächsten Folge und viel Spaß damit. Und wir sehen uns. Tschüss.